Mein Name ist Dagmar Neukonal, Neufeld-Institut. Ich habe die Freude, Ihnen heute nach ja, millionenlangen Bemühungen endlich eine Pille vorzustellen, die tatsächlich die Reifwerdung ermöglicht. Man sagt ja immer, das geht nicht, Reifwerden muss der Mensch alleine. Aber es gibt doch die Möglichkeit und ich stelle Ihnen hiermit heute also das Kombinationspräparat Neufeld-Optimol vor. Mit seinen drei Bestandteilen, Vindurin, Spilosan und Trenoflux. Ich lese der Einfachheit halber den Beipackzettel. Vindurin, Spilosan und Trenoflux sind die natürlichen Wirkstoffe im Kombinationspräparat Neufeld Optimol. Der Hersteller, Neufeld Institut, verspricht bei regelmäßiger kombinierter Einnahme des Kombinationspräparates eine gute, gesunde Entwicklung und die volle Entfaltung des individuellen Potenzials. Was ist im Neufeld Optimol enthalten und wie ist die Wirkungsweise? Neufeld Optimol hat drei Hauptwirkstoffe. Vindurin enthält ein verlässliches, konstantes und nicht an Wohlverhalten geknüpftes Bindungsangebot von der den Hauptbezugspersonen, wodurch unter anderem die Wirkstoffe Serotonin, Dopamin und Oxytocin im Körper ausgeschüttet werden. Der kindliche Organismus entnimmt jeweils genau die Menge Vindurin, die er braucht und weist überschüssige Bindungsangebote zurück. Eine Überdosierung ist somit nicht möglich. Achtung! Ein auch vorübergehendes, plötzliches Absetzen von Vindosan durch die Hauptbezugsperson sollte vor allem bei Kindern unter 7 Jahren sofort durch eine vergleichbare Dosis eines anderen Anbieters, Großeltern, Tagesmutter, Erzieherin, Lehrer usw. ausgeglichen werden, um Entzugserscheinungen zu vermeiden. Trenoflux beinhaltet die warme Einladung, alle Gefühle ausdrücken, fühlen, benennen zu dürfen und Trost zu finden. So ermöglicht Trenoflux ihrem Kind den ständigen Kontakt mit seinen Empfindungen, Tränen der trauernden Akzeptanz angesichts unabänderlicher Widrigkeiten und ein weiches Herz, das die weitere Entwicklung und Reifwerdung garantiert. Spilosan enthält eine hohe Dosis an Ruhemolekülen und ermöglicht entspanntes, freies Spielen in geborgenem Rahmen ohne Beziehungsstress, Bildschirmüberflutung und Termindruck. Dieser Wirkstoff ist als natürlicher Ersatz für alle Arten von Leistungsdruck und Termindruck, Bildschirmüberflutung, verhaltensorientierten Therapien und ablenkender Unterhaltung besonders geeignet. Auch bei Spilosan ist eine Überdosierung nicht möglich, da der Organismus automatisch mit genau so viel Spiel reagiert, wie es für sein seelisches und körperliches Gleichgewicht nötig ist. Für wen ist Neufeld Optimol geeignet? Neufeld Optimol ist dank seiner guten Verträglichkeit für jeden geeignet und für alle Kinder unter 7 Jahren ein unerlässliches Vitaminpräparat. Danach wird eine lebenslange regelmäßige Einnahme zur Stärkung der körperlichen und psychischen Gesundheit dringend empfohlen. Bei Entwicklungsblockaden, Ängsten, Aggressions- und Disziplinproblemen und dergleichen wird eine Erhöhung der Dosis empfohlen. Auch bei Nachlassen der Wirkung kann die Dosis um ein Vielfaches erhöht werden. Welches sind die Einnahmeempfehlungen für Neufeld Optimol? Neufeld Optimol sollte regelmäßig und in hoher Dosis gegeben werden. Die Dosis muss in jedem Fall erhöht werden, wenn Unsicherheit über die Wirkung besteht. Achtung, das plötzliche Absetzen eines der drei Wirkstoffe über einen längeren Zeitraum führt häufig zu Verhaltens- und Entwicklungsstörungen. Was ist, wenn Sie die Verabreichung von Neufeld Optimol an Ihr Kind einmal vergessen haben? Wenn Sie die Verabreichung von Neufeld Optimol an Ihr Kind einmal vergessen haben, sollten Sie die versäumte Dosis in verdoppelter Menge nachträglich geben. Auch vor belastenden Situationen wie Trennungen und besonderen Anforderungen sollten Sie prophylaktisch erhöhte Dosen verabreichen. So stellen Sie sicher, dass die Wirkstoffe Vindurin, Trenoflux und Spilosan im Organismus Ihres Kindes immer in ausreichend hoher Konzentration vorhanden sind. Für wen sind die Wirkstoffe Vindurin, Trenoflux und Spilosan nicht geeignet? Die ausgezeichnete Verträglichkeit von Vindurin, Trenoflux und Spilosan erlaubt die Anwendung in praktisch jedem Bereich. Nebenwirkungen sind nur insofern bekannt, als Neufeld Optimol zu ausgeprägtem Selbstbewusstsein, Fürsorglichkeit und Kreativität führen kann. Wo ist Neufeld Optimol erhältlich? Vindurin, Trenoflux und Spilosan sind in jeder funktionsfähigen Gesellschaft, in der verantwortungsvolle, reife Erwachsene vorkommen, frei erhältlich und kommen auch in der Natur überall in großen Mengen vor. Die Entwicklung des praktischen Kombinationspräparates Neufeld Optimol erleichtert die Anwendung auch in unserem oft naturfernen, gesellschaftlichen Umfeld und unter modernen Bedingungen. Allergiker-Info. Es kann sein, dass einzelne, rein rational fixierte Entscheidungsträger allergisch auf die Wirkung, die Neufeld Optimol auf die Menschen hat, reagieren. Hier empfiehlt es sich, Vindurin, Trenoflux und Spilosan in massiv erhöhten Dosen einzusetzen. Es kann vorkommen, dass die Wirkung einige Zeit auf sich warten lässt, in diesem Fall Neufeld Optimol weiterhin in hohen Dosen verabreichen.
Für Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie Der Neufeld-Ansatz für unsere Kinder, Unsere Kinder brauchen uns oder Vertrauen, Spielen, Wachsen und wenden sich an Ihren Neufeld-Kursleiter oder Ihre Neufeld-Kursleiterin. Alle Präparate wurden ausgiebig in globalen Tierversuchen getestet und haben ihre zuverlässige nebenwirkungsarme Wirkung seit mehreren Millionen Jahren bewiesen. Entscheidend ist die Verabreichung durch die Bezugsperson Ihres Vertrauens.